Und er macht es jetzt. Gottes Segen dir, danke. Josh. Guten Morgen. Geht's euch gut? Halleluja. Ich freue mich sehr, hier zu sein, heute Morgen mit euch. Wie Reinhard schon gesagt hat, ich bin in unserer Kirche verantwortlich für unsere Jugend und Kinder. Und es ist ein großes Privileg, auch mal hier zu sein am Sonntag in dieser Form mit euch. Ganz, ganz liebe Grüße von unseren Pastoren Toni und Cornelia Heule. Sie sind heute im Reisedienst unterwegs, dienen in einer anderen Gemeinde. Ganz liebe Grüße an euch. Also wenn du traurig bist, dass du sie verpasst, komm unbedingt nächste Woche wieder, dann sind sie wieder da. Genau. Hey, wir sind in einer Predigtserie, die heißt Liebe ist. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Wir sprechen über Liebe. Und das sollte so sein, dass Liebe zunimmt in unserer Kirche, in unserem Leben. Und wir hatten so stark auf dem Herzen, dieses Thema zu fokussieren, weil wir glauben, dass Liebe so zentral ist in dem Evangelium von Jesus Christus. Du kannst so wenig tun ohne Liebe. Ja? Du brauchst die Liebe Gottes. Und wir haben uns angeschaut, was es bedeutet, in Liebe zu geben. Erinnert ihr euch an Pastor Randy, wo hier war vor ein paar Wochen? Wir haben über Hingabe und Verbindlichkeit gesprochen als Resultat davon, dass wir in Liebe leben. Und letzte Woche hat Pastor Toni darüber gesprochen, über Geduld. Geduld. Wer hat es praktiziert letzte Woche? Mehrmals. Und Freundlichkeit. Und das sind einfach, ich würde sagen, wie Früchte der Liebe Gottes. Ja, wenn du in der Liebe Gottes lebst und wandelst, dann musst du dich nicht abkrampfen, geduldiger zu werden oder freundlicher zu werden. Es passiert ganz automatisch. Das ist das Schöne, wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir ihm ähnlicher werden. Es ist kein Kampf, es ist nicht anstrengend. Ja? Jesus sagt, mein Joch ist leicht. Also wenn du mir nachfolgst, ist es leicht. Du musst einfach nur ihm vertrauen. Ja? Und heute gehen wir in unseren letzten Teil dieser Serie und ich habe ihn genannt, Liebe ist der Weg zum Sieg. Wow. Liebe ist der Weg zum Sieg. Also das wird so eine Shouting-Predigt heute für alle meine pfingstlichen Freunde. Und wir haben Grund zu feiern, wir haben Grund zu jubeln, dass Jesus unser Herr ist. Amen. Aber lasst uns gehen direkt in das Wort Gottes, in 1. Korinther Kapitel 13, Vers 8. Ich habe das Vorrecht, meinen Hochzeitsvers zu predigen, teilweise heute, Halleluja. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 8. Und dann lesen wir Vers 13, überspringen ein paar, die sind dann Hausaufgabe. Da heißt es, die Liebe wird niemals aufhören. Prophetische Eingebung wird aufhören, das Reden in Sprachen wird verstummen, die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben. Und dann in Vers 13 heißt es, was bis dahin bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Das sind so wie Säulen, wie Fundamente in unserem christlichen Leben. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Und die größte davon ist die Liebe. Also die Bibel sagt, du brauchst Glaube, du brauchst Hoffnung und du brauchst Liebe. Aber wenn wir uns jetzt dann doch noch auf eins beschränken müssten, einfach Liebe. Liebe ist der Weg zum Sieg. Wir sind Life und Life Unlimited Church. Das heißt, wir glauben, dass es ein überfließendes Leben gibt für dich. Wir glauben, du musst nicht von Tal zu Tal und von Schmerz zu Schmerz. Ja, manchmal gehen wir durch Dinge durch, manchmal gibt es Lektionen zu lernen. Aber durch alle denen hindurch glauben wir, dass du berufen bist als Sieger. Du hast einen Stand in Jesus, der dich schon macht zum Sieger. Und das ist so gewaltig, meine lieben Freunde. Hallo Vater, wir danken dir für dieses wunderbare Wort heute Morgen. Herr, du hast gesagt, du bist Liebe. Und wir wollen von dir lernen heute Morgen. Zeig uns, was es bedeutet, dir nachzufolgen, in Liebe zu wandeln, wie wir den Unterschied machen können in unserem Leben. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Familie, für unser ganzes Umfeld. Und Heiliger Geist, sag das, was du sagen möchtest heute Morgen. Nicht meine Worte, sondern lebendige Worte. In Jesu Namen. Amen. Amen. Oh, ich bin jetzt schon begeistert. Ich kenne diese Momente, wo es auch schwer wird mit Liebe. Ich kenne die. Wenn du solche Momente hast und du sagst, diese Predigtserie war echt hart für mich, ich verstehe, was du meinst. Als ich angefangen habe in meinen ersten Arbeitsstellen, ganz am Anfang durfte ich einige Praktika machen und ich erinnere mich an eine Firma, tolle Firma, christlich geführte Firma, wunderbar. Aber wir waren ein sehr diverses Team
Und normalerweise sagt man, wenn du ein Team hast mit sehr unterschiedlichen Leuten, ist es super für das Team, weil alle bringen ihre Perspektive und ihre Begabung mit ein. Ja? Aber wer weiß, ein sehr unterschiedliches Team kann auch sehr anstrengend sein. Ja, und so hatten wir ältere Kollegen, sehr junge Kollegen und dann gab es das ein oder andere Problem, wo wir uns einfach nicht verstanden haben und wo Dinge schiefgelaufen sind, wirklich schiefgelaufen sind. Und dann gab es, weil ich ganz neu war, habe ich oft die Schuld bekommen, wie das so ist in der Firma. So, hättest du besser machen können. Und ich musste lernen, Liebe zu wandeln. Weil manchmal kennt ihr das, wenn wir über die Grenzen gehen, man muss aufpassen, ja, dass es nicht verletzen wird, auch auf Arbeit. Und ich habe dieses Wort wirklich schon installiert gehabt in mein Leben, danke Jesus. Und ich habe einfach versucht, immer wieder in Liebe zu wandeln. So sehr, dass eine Kollegin irgendwann auf mich zukam und sagt, ich verstehe nicht, warum du dich so verhältst. Diese andere Kollegin ist so anstrengend zu dir. Ich hätte schon längst gekündigt, ich wäre gegangen, hat sie gesagt. Aber irgendwie schaffst du das, immer wieder freundliche Worte zu finden und immer wieder ins Gespräch zu gehen. Und das war so ein Zeugnis für sie. Das war so ein, wir sollen ja Salz und Licht sein, gell? Und ich war so dankbar, dass sie das mir dann so geteilt hat. Und ich sage, ja, ich glaube einfach, dass Gottes Liebe in mein Herz ausgegossen ist. Sie war auch Christ, deswegen konnte ich das so erklären. Und ich mache das nicht aus meiner eigenen Kraft. Manchmal, wenn wir am Ende sind mit unserer Liebe und mit unserer Kapazität, das ist der Moment, wo du Gott brauchst in deinem Leben. Weil Gott füllt immer nach. Gott ist ein Gott des Überflusses. Er liebt es, dass du mehr von guten Dingen hast, als du brauchst. Weil er weiß, es überfließt von dir zu anderen Menschen. Und das war genauso eine Situation. Und seitdem, das war eine Lektion für mein Leben. Es lohnt sich, in Liebe zu wandeln. Manchmal fühlt es sich nicht so gut an. Manchmal ist es richtig, richtig anstrengend, aber am Ende, es lohnt sich. Es lohnt sich, Leute, wirklich. Halleluja. Oh, man. Du musst verstehen, dass die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen ist. Die Bibel sagt es in Römer 5, Vers 5, dass Gottes Liebe in dich ausgegossen wird, sobald du Ja sagst zu ihm. Sobald du dich ihm zuwendest, bist du nicht mehr auf dich alleine angewiesen. Und weißt du, dein Liebeswandel, nicht dein Lebenswandel, sondern dein Liebeswandel bestimmt die Qualität deines Lebens. Je mehr du in Liebe wandelst, umso besser wird dein Tag, kann ich dir garantieren. Ja? Wie gesagt, es ist nicht immer alles leicht und rosa, aber es wird besser. Es wird besser. Du hast eine andere Qualität im Leben, wenn du in Liebe wandelst. Du hast andere Beziehungen, wenn du in Liebe wandelst. Du hast immer Überfluss, du hast immer etwas zu geben, wenn du in Liebe wandelst. Du bist nie in einer Position, wo du sagst, oh, keiner sieht mich. Ich habe kein Geschenk bekommen. Allen geht's gut, nur mir nicht. Wenn du in Liebe wandelst, dann bist du automatisch in einer gebenden Position. Automatisch, ja. Weil das ist das Wesen Gottes. Ich finde das so genial. Weißt du, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Er ist, wenn wir es definieren müssen, sagen, was ist Liebe? Liebe ist Gott. Und Gott ist Liebe. Deswegen, glaube ich, haben wir das großartigste Evangelium. Du kannst gerne glauben, was du willst. Viele meiner Freunde haben mir das direkt so gesagt. Du kannst glauben an Jesus. Ich habe meine eigene Überzeugung. Aber eins weiß ich. Mein Gott ist auf jeden Fall Liebe. Er ist auf jeden Fall Liebe. Er verdammt dich nicht. Er ist nicht religiös. Er ist ein lebendiger Gott. Er ist ein liebevoller Gott. Und das ist die Basis von meinem Glauben. Es ist wirklich, wie wir vorhin gelesen haben, die Säule unseres Glaubens. Aber lasst uns mal ein Beispiel anschauen in der Bibel, um das ein bisschen praktischer zu greifen. In 2. Könige Kapitel 6, ab Vers 18, wenn wir einen längeren Abschnitt zusammen lesen. 2. Könige Kapitel 6, Vers 18. Wir kommen hier in eine Zeit, wo der Prophet Elisa am Wirken war im Volk Israel. Und es gab immer wieder Herausforderungen. Bis, wie wir sehen heute, ist das Volk Israel immer wieder angegriffen worden. Ja? Und auch hier in diesem Fall sind sie wieder umstellt, sind wieder in einer bedrängenden Situation hier durch die syrische Armee. Und lass uns mal lesen, was hier passiert. Also, in Vers 18, 2. Könige 6, Vers 18, heißt es, als dann die Syrer anrückten, betete Elisa. Das ist immer eine gute Idee. Schlag sie doch mit Blindheit. Und Gott tat, was Elisa erbeten hatte und machte sie blind. Und Elisa ging ihnen entgegen und sagte, das ist nicht der Weg, auch nicht die richtige Stadt, folgt mir. Ich bringe euch zu dem Mann, den ihr sucht.
Und er führte sie nach Samarien. Und als sie dort angekommen waren, betete Elisa: Jahwe, öffne ihnen wieder die Augen. Da öffnete Jahwe ihre Augen und sie erkannten, dass sie sich mitten in der Stadt Samaria befanden. Und als der König von Israel sie sah, fragte Elisa: Soll ich losschlagen, mein Vater? Soll ich sie erschlagen? Nein, das sollst du nicht, erwiderte dieser. Du würdest doch auch niemand erschlagen, den du mit Schwert und Bogen gefangen genommen hast. Gib ihnen lieber etwas zu essen und zu trinken und lass sie dann zu ihrem Herrn ziehen. Da ließ der König ein reiches Mahl für sie bereiten. Sie aßen und tranken und durften dann wieder zu ihrem Herrn zurückkehren. Und seitdem unternahmen die Syrer keine Raubzüge mehr in das Gebiet Israels. Ich liebe diese Geschichte. Ich weiß nicht, ob du schon das Ausmaß von dem, was dort passiert ist, verstanden hast. Stell dir vor, die Syrer, das war keine 500-Mann-Armee, das waren Tausende. Ja? Die waren zu der Zeit richtig gut am Laufen. Das war eine der stärksten Nationen, ja? Zu dieser Zeit. Das war eine militärische Macht. Und die haben, weil die so mächtig waren, immer wieder Israel überfallen. Weißt du, die Israel war frustriert von denen, ja? Die haben geraubt, die haben denen die Ernten genommen, teilweise Frauen und Kinder verschleppt als Sklaven. Also das war richtig eine bedrückende Situation. Ja? Und jetzt sind sie in dieser wunderbaren Situation, dass der Prophet Elisa auf ihrer Seite ist und er betet. Und er betet ein interessantes Gebet. Er sagt, schlag die ganze Armee mit Blindheit, Gott. Mach alle blind. Hast du Glauben für sowas? Altes Testament. Und Gott tut es. Und tausende Soldaten können nichts mehr sehen. Keiner hat mehr einen Plan. Keiner weiß, wohin. Und Elisa ist so kühn und sagt, geht hin zu dem Heerführer und sagt, hey, ich weiß, wo ihr hin müsst. Alle mir nach. Du musst dir das vorstellen, tausende von Leuten folgen ihm nach in die Hauptstadt des Feindes. Das war Samaria, ja? Also in die befestigte Stadt. Die kommen da alle an, in der Stadt umgeben. Und das ist die perfekte Position, wenn du ein bisschen Kriegstaktik kennst, um jemanden fertig zu machen. Da kannst du dich richtig rächen. Da kannst du auf einem Schlag alle erledigen, ohne irgendwelche Verluste. Also das war der perfekte Moment. Kennt ihr das, wenn man verletzt wurde und man bereitet diesen perfekten Moment vor, wo man sich rächen kann? So ein Moment war das. Und ich bin froh, dass der König fragt. Er ist ja der König, er hätte einfach machen können, was er will. Aber er wusste, dass das nicht sein Verdienst war. Er wusste, der Prophet hat und Gott hat das gewirkt, dass die jetzt in dieser Situation sind. Ja? Und deswegen war das so kurios. Und Elisa betet wieder, sie können wieder sehen. Was denkst du, was da los war bei der Armee? Chaos! Ja, die wussten, die sind verloren. Die wussten, ein Signal und alle werden sterben, sehr wahrscheinlich. Ja? Eine extrem kritische Situation. Und dann kommt wieder Gott. Und dann kommt wieder Gott. Und der König sagt, was sollen wir jetzt mit denen machen? Und er sagt ihnen, hey, lass uns das ganz anders machen, als alle anderen das machen würden. Garantiert, alle anderen Königreiche hätten jetzt angegriffen und hätten das Ding beendet. Er sagt, hey Volk, wir haben es geschafft, die Raubzüge sind vorbei, diese Armee ist beendet. Ja? Ein großartiger Sieg, wir haben Beute und so weiter. Elisa sagt, lass uns etwas ganz anderes machen, etwas völlig Unerwartetes, womit die überhaupt nicht rechnen. Wir geben ihnen Essen und zu trinken und dann können die einfach wieder zurückgehen, wo sie hergekommen sind. Und der König sagt, das ist eine gute Idee. Lass uns das machen. Und hier heißt es in meiner Bibel, ein reiches Mahl. Das war nicht nur Chicken Wings und eine Cola. Das war ein reiches Mahl. Also ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt von damals. Da wurde richtig aufgetischt. Ja, das war noch anders als heute. Die haben die komplett eingeladen. Geht aufs Haus. Ja? Und die konnten sich satt essen. Und dann sind sie wieder zurückgegangen zu ihrem König. Und was denkst du, was die berichtet haben? Du wirst nicht glauben, was uns passiert ist. Sowas haben wir noch nie erlebt. Wir sind dahin gegangen. Wir wollten die besiegen. Wir wollten deinen Auftrag ausführen. Aber dann hat ihr Gott eingegriffen. Und dann waren wir in dieser Situation. Und wir wären verloren gewesen. Aber die Güte ihres Gottes hat dazu bewirkt. Wir haben alle gegessen, wir haben alle getrunken und wir sind alle wieder sicher nach Hause gekommen. Halleluja. Das kann nur Gott tun. Das kann nur Gott tun. Weißt du, wir Menschen, wir denken, wenn uns Unrecht angetan wurde, wenn wir verletzt wurden, teilweise wirklich schlimme Sachen, von denen ich auch weiß, aus meinem Bekanntenkreis, emotional verstehe ich, wenn jemand sagt, ich habe das Recht, jetzt räche ich mich. Jetzt bin ich mal dran. Der wird schon sehen.
Ja, dass das nicht ohne Folgen bleibt. Ja, dass der auf meinen Parkplatz gepackt hat. oder sein Zaun, was Pastor Toni letzte Woche gesagt hat. Gottes Liebe ist anders. Gottes Liebe ist anders. Obwohl wir dieses Gerechtigkeitsverständnis haben und wir wissen, Gott ist auch ein gerechter Gott, ja, agiert er anders. Ja. Wenn wir so handeln, wie die Menschen handeln, dann passiert das, was wir um uns herum sehen. Diese Kriege sind immer noch das gleiche Resultat, damals wie heute, von dieser Haltung. Ja. Wenn ihr uns angreift, dann verteidigen wir uns. Wenn ihr uns was wegnehmt, dann nehmen wir euch was weg. Das ist gerecht. Das ist doch gerecht. Das ist doch fair. Ja. Aber Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Weißt du, es ist so kurios. Die Bibel sagt ja, wir waren die Feinde Gottes. Und er hat trotzdem seinen eigenen Sohn geopfert. Er hätte das nicht tun müssen. Gott hätte auch gute Gründe gehabt, siehe Noah, das Ding anders zu beenden. Aber er hat versprochen, das nie wieder zu tun. Stattdessen entscheidet er sich, sich selbst zu opfern für seine Feinde. Es ist kurios, ja? Und das, was dann aber daraus entsteht ist, und das ist der Grund, warum wir sagen, Liebe ist der Weg zum Sieg, ist, wenn ich das tue, dann kommt eine ganz andere Grundsituation zustande. Eine ganz andere Basis, ja? Als Jesus für uns gestorben ist am Kreuz, obwohl er nicht hätte müssen, obwohl die Bibel sagt, wir waren Gottes Feinde, das ist der Grund, warum die Bibel sagt in Epheser 1, dass der Name Jesus über allen anderen Namen ist. Was ihn den König der Könige und den Herrn aller Herren macht, was ihn zum Größten überhaupt macht, ist dieser Akt der Liebe, diese ewige Entscheidung, dass er gesagt hat, ich durchbreche diesen Zyklus, wo Menschen sich gegenseitig verletzen, wo Gott immer wieder korrigieren musste. Wir sehen das durch das ganze Alte Testament hindurch in der Bibel, wenn du das liest. Einmal vertrauen sie Gott, dann wieder nicht. Dann kommen sie wieder in Bedrängnis, dann vertrauen sie wieder Gott, dann wieder nicht. Dann kommen sie wieder, es ist wie, merkt ihr nicht, was passiert? Ja. Vertraut doch einfach auf Gott. Aber das Problem ist, dass wir alle Menschen sind. Wir sind fehlbar. Wir machen Fehler jeden Tag. In unserer Partnerschaft, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, perfekt zu leben. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir das nicht müssen. Weil er das perfekte Opfer gebracht hat, ein für alle Mal. Aus Liebe, weil er dich liebt. Weil er wusste, dass wir das nicht alleine schaffen. Amen. Gott wusste in dieser Situation, dass das Volk Israel das nicht alleine schaffen würde. Sehr wahrscheinlich wäre der Feind auch zu stark gewesen. Sehr wahrscheinlich hätten sie die Schlacht verloren. Aber Gott hat sich über sie erbarmt, weil sie ihn angefleht haben. Und er hat sie in diese wunderbare Situation gebracht. Was das bedeutet, lesen wir in Römer Kapitel 12. Vers 20, da heißt es genau das, was sie dort gemacht haben. Jetzt Neues Testament, Römer Kapitel 12, Vers 20. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, sammelst du feurige Kohlen auf seinem Kopf. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Lass dich nicht besiegen. Benutz die Liebe Gottes und siege mit dem Guten. Nicht einfach nur siegen, nicht einfach nur Recht haben für alle Ehepaare. Nicht einfach nur Recht haben, sondern wirklich diesen Streit, wo ihr hattet, in etwas Besseres zu verwandeln. In eine neue Reife und Qualität von Beziehung. Das ist das, wovon die Bibel hier spricht. Was ich liebe, weil ich bin ein sehr visueller Typ, ich liebe diesen Satz mit den glühenden Kohlen. Das gefällt mir richtig gut. Weil ich habe gestern auch gegrillt beim Fußball. Er hatte genau dieses Bild vorm Kopf. Ich wusste genau, wovon die Bibel hier spricht. Glühende Kohlen sind richtig heiß. Hast du schon mal eine angefasst? Ich habe welche für euch mitgebracht, aber nicht heiß. Wir alle wissen, kalte Kohlen sind jetzt nicht so das Problem. Aber so sieht so ein Brikett, so ein Kohlestück aus. Kennt ihr bestimmt. Ja. Wenn ich das richtig in Glut bringe, wenn ich das entzünde und lang genug in meinem Webergrill liegen lasse, dann hat er richtig Energie. Wenn ich den auf Bennys Kopf lege, dann fängt er an zu tanzen. Und stell dir vor, wir nehmen zwei. Oder drei. Ich habe eine ganze... Benny, brauchst du Kohlen zu Hause? Spaß. Die Bibel sagt, wenn wir in Liebe wandeln, wenn wir so wandeln, ja,
dem Feind, wenn er hungrig ist, zu essen geben, wenn er Durst hat, zu trinken geben, dann sammeln wir glühende Kohlen. Nun mein Tipp für deinen anstrengenden Kollegen auf Arbeit: Sammel ein paar Kohlen. Sei unangenehm nett. Sei unangenehm liebevoll. Darf ich deine Kiste auch tragen? Ja, kein Problem. Darf ich dir von oben Kaffee mitbringen? Kein Problem. Darf ich dir die Tür aufhalten? Kein Problem. Du sammelst glühende Kohlen. Und ich habe herausgefunden, das funktioniert überall. Nicht nur auf Arbeit, das funktioniert mit den Kindern. Das funktioniert mit dem Ehepartner. Kauf den Blumenstrauß. Sei nett. Mach einen unerwarteten Kaffee. Die kleinen Dinge, oder? Und schau, wie du glühende Kohlen sammelst auf dem Kopf deiner Frau. Wir haben Spaß, gell? Wir haben Spaß. Danke, Jesus. Aber weißt du, was passiert? Weißt du, was passiert ist? Wenn du glühende Kohlen auf deinem Kopf hast, du hältst es nicht lange aus. Irgendwann sagt die Person: Warum bist du so? Ich kann nicht mehr. Das bin ich nicht gewohnt. Ich habe früher die anderen Kollegen, habe ich alle gemobbt und dann sind sie irgendwann gegangen, aber du bist immer noch da und du bist immer noch nett. Mann, ey. Und dann kommt das Evangelium ins Spiel. Wenn du mich schon fragst, ich glaube, Toni hat das auch letztens gesagt, wenn du mich schon fragst, dann gebe ich dir gerne eine Antwort. Weißt du, Gott liebt mich. Es hat mein Leben komplett verändert. Ich weiß, dass ich nicht perfekt war. Ich habe so viele Fehler gemacht. Aber als ich seine Liebe angenommen hat, hat er mir alle Schuld und alle Scham genommen. In einem Moment. Seitdem fühle ich mich völlig frei. Jeden Tag, egal was passiert, spüre ich seine Liebe. Und ich kann nicht anders, als diese Liebe weiterzugeben, wo immer ich bin. Ich kann es nicht zurückhalten. Und dann hast du ein gutes Gespräch. Sehr wahrscheinlich. Mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner, mit deinem Arbeitskollegen. Funktioniert wirklich gut auf Arbeit. Ich habe letztens mit jemand aus unserer Gemeinde gesprochen. Sie hatte auch die Arbeitsstelle gewechselt zu einem anderen Betrieb. Und sie hat immer wieder, wir sind immer wieder in Kontakt, in Beziehung, und hat sie erzählt, diese Person ist schon anstrengend. Ist echt mühsam, mit ihr zu arbeiten. Manche Sachen, du denkst, sie sind klar, und dann sind sie doch nicht klar oder immer irgendwie falsch kommuniziert. Und sie wusste irgendwann nicht mehr, was sie machen sollte. Und dann hat sie auch gebetet. Und dann hat der Heilige Geist ihr ins Herz gelegt, ein Geschenk zu machen. Sie ist gut mit Geschenken. Und dann hat sie dieses Geschenk gemacht. Es war kein Geburtstag, es war kein wirklicher Anlass, sondern einfach nur ein Geschenk, weil sie ist gut rauszufinden, auch was Leute mögen und so weiter. Und hat dieses Geschenk gemacht. Und seit sie das gemacht hat, die Kollegin war total irritiert. Die wusste gar nicht, wie sie das annehmen soll. Warum? Warum machst du das? Aber sie hat erzählt, seitdem sie das gemacht hat, ist die Beziehung total verändert. Total verändert. Die haben viel mehr Harmonie auf Arbeit. Hey Leute, wir können die Hölle erschüttern mit Liebe. Wir können den Feind erschüttern mit der Liebe Gottes. Und das sieht manchmal gar nicht so dramatisch aus. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Liebe manchmal einfach eine Entscheidung ist. Manchmal sogar eine emotionslose Entscheidung. Ich fühle mich ganz anders und trotzdem entscheide ich mich zu lieben. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich es kann, weil Gottes Liebe in mein Herz ausgegossen ist. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir diese Zyklen durchbrechen können, in denen sich unsere Nachbarn und unsere Freunde und Leute, die Gott nicht kennen, bewegen. Das ist der Grund, warum manche Familien seit 20 Jahren nicht miteinander reden können. Oder diese eine Person nie zu Weihnachten eingeladen wird. Weil damals etwas passiert ist, was vielleicht wirklich schlimm war und so verletzend war, dass es wirklich schwer war, auch bis heute zu vergeben. Ich weiß, dass es nicht leicht ist aus uns selbst. Ich verstehe dich. Aber ich weiß, dass mit Gott alles möglich ist. Wir haben das vorhin gesungen. Nothing is impossible. Das ist leicht zu sagen. Es ist ein bisschen schwerer zu leben. Aber wenn du dem vertraust, dass bei Gott wirklich alles möglich ist, dass er wirklich Gott ist, dann kannst du das tun. Dann kannst du dieses Ding auf den Tisch legen, sagen: Gott, du kämpfst für mich. Du weißt, wer Recht hat. Wirke hier. Und ich entscheide mich. Gegenüber dieser Person werde ich wieder in Liebe wandeln. Das macht dich frei. Das macht dich total frei. Für den Rest deines Lebens. Du kannst immer hingehen und sagen: Ich habe da keine schlechten Gefühle mehr. Es ist für mich vergeben. Ja, es dauert vielleicht ein bisschen, das zu vergessen. Aber ich bin am Heilen. Ich bin innerlich am Heilen. Und dann schau, was die Liebe Gottes tun kann in dir.
Und was die Liebe tun kann, auch in dieser Person. Du kannst eine Person freisetzen, wenn du dich so verhältst. Diese Liebe zu leben, das geht überall. Es geht zu Hause, es geht in der Ehe, es geht auf Arbeit, es geht, wenn du im Ausland bist. Sogar wenn du die Sprache nicht sprechen kannst. Die Sprache der Liebe wird überall verstanden. Genauso wie die Sprache der Freude und der Freundlichkeit. Sind wir jetzt gerade bei der EM. Alle feiern. Ja. Wir haben einen wunderbaren Gott. Wisst ihr das? Ich liebe es, dass Gott nichts von uns verlangt, was er nicht selber vorgelebt hat. Er hat es uns so klar gezeigt. Immer wieder, wenn du die Evangelien liest, wie viele Situationen Jesus hätte mit den Jüngern zu sagen, Leute, jetzt ist vorbei. Und er ist trotzdem dran geblieben, weil er sie geliebt hat, weil er das Ziel vor Augen hatte. Es ist so genial. Nun, ich kenne manche Leute, die sagen, du Josh, jetzt in Liebe zu leben, ist wirklich eine gute Gedanke. Ist eine gute Idee, die du geteilt hast heute. Aber was ist dann mit mir? Gehe ich da nicht leer aus, wenn ich jetzt immer nur den anderen liebe? Wenn ich immer auf Arbeit, jetzt tue ich dem immer was Gutes, jetzt muss ich dem 10 Geschenke kaufen. Gehe ich da nicht leer aus? Du kriegst es zurück. Das Ding ist, du kriegst es nicht immer gleich zurück. Aber du kriegst es immer sofort von Gott zurück. Amen. Weil er Liebe ist, wenn er in dir ist. Alles, was du gibst, wird sofort aufgefüllt. Kennst du diese Refill-Automaten bei KFC? Wo du hingehst, du trinkst ein bisschen Cola, stellst du den Becher gleich wieder hin, wieder voll. So ist Gott. Er füllt dich gleich wieder auf. Dass du nie in eine Situation kommst, wo du leer gehst. Gott ist kein Gott von Burnout. Gott ist kein Gott der Lieblosigkeit oder der Überforderung. Wir haben das vorhin schon gesagt, es ist leicht, ihm nachzufolgen, weil er dich füllt. Du tust es aus seiner Fülle. Nicht aus dir, aus seiner Fülle. Und wenn du das weißt und wenn du das verstehst und wenn du dich so siehst und so durch dein Leben gehst, dann siehst du dich nie leer. Du siehst dich nie leer. Du fühlst dich vielleicht manchmal so, aber du bist nie leer. Gottes Liebe ist immer präsent in dir und du hast immer etwas zu geben. Und dann, on top, wirst du merken, wie Leute gar nicht anders können, weil glühende Kohlen. Die können gar nicht anders sagen, diese Person ist so freundlich zu mir, ich kann nicht mehr negativ gegenüber dieser Person sein. Ich kann nicht mehr schlecht reden über diese. Du wirst Situationen verändern. Du hast das Potenzial, deine Familie komplett auf den Kopf zu stellen, wenn du anfängst, in Liebe zu wandeln. Du hast das Potenzial, dass dein Arbeitgeber, der aktuell mit 1,0 für Arbeitgeberbewertung bei Google bewertet ist, und Leute schreiben, katastrophales Führungsmanagement, katastrophal, bloß nicht bewerben. Du hast das Potenzial, diese Firma komplett zu verändern, wenn du anfängst, in Liebe zu wandeln. Die Kraft Gottes kann das tun. Er hat es für eine ganze Armee getan. Wie viel mehr wird er es für dich tun? Weißt du, Gott wusste nicht damals, ob du dich für ihn entscheidest. Er hat uns die totale Freiheit gelassen. Das ist auch Liebe. Gottes Liebe ist so. Und trotzdem hat er sich entschieden, dich zuerst zu lieben. Weißt du, manchmal ist es diese Entscheidung. Ja, muss ich jetzt derjenige sein, der etwas macht? Der andere hat doch. Der soll der erstmal anfangen und dann. Nein, Gott war anders. Gott hat gesagt, ich liebe dich zuerst. Ganz egal, was du machst. Völlig unabhängig von deinen Gefühlen, von was du tust. Ich liebe dich. Das war seine Entscheidung. Eine ewige Entscheidung, dich zu lieben. Und deswegen fordert er uns heraus. Ist nicht immer einfach, aber er fordert dich heraus. Fang an, zuerst zu lieben. Fang an, zuerst zu lieben. Fang an, diejenige oder derjenige zu sein, der den ersten Schritt macht. Und ich verspreche dir, dann wird das, worüber wir heute Morgen gesprochen haben, Realität in deinem Leben. Dann fängst du an, ein Leben im Sieg zu leben. Es geht gar nicht anders. Es ist wie ein physikalisches Gesetz der Gravitation. Wer anfängt, in Liebe zu leben, der kommt in den Sieg. Das heißt nicht immer, dass du Millionär wirst oder was auch immer, aber Leute werden dich anfangen zu beneiden um dein Leben, kann ich dir garantieren. Weil du wirst so voller Freude, du wirst so frei, du wirst ein Geber. Leute werden Zeit mit dir verbringen wollen, weil du in Liebe wandelst. Triff diese Entscheidung täglich, kann ich dich nur ermutigen. Und dann fang an, da drin zu leben, jeden Tag.
Da werden Entscheidungen kommen, triff die Entscheidung für Liebe. Da werden Herausforderungen kommen, entscheide dich, diesen Zyklus durchzubrechen. Ich glaube, ich hatte in der Vorbereitung dieses Empfinden, vielleicht ist es ein Wort für jemanden, dass manche von euch berufen sind, diese Zyklen, die es gibt in eurer Familie, zu durchbrechen. Du bist berufen, der Erste zu sein, die diese Beziehung verändert. Liebe zu bringen in deine Familie, in eine ganz bestimmte Situation. Wenn du das bist, ich glaube, du weißt ganz genau, worüber ich gerade spreche. Und entscheid dich. Es wird nicht immer leicht sein, aber es wird funktionieren. Genauso wie glühende Kohlen einen Effekt haben, wenn sie auf Bennys Kopf gelegt werden. Ich hätte dich auf die Bühne holen sollen eigentlich. Wir kennen uns gut, wir können das machen. Genauso wird die Liebe Gottes einen Effekt haben in deinem Leben. Es geht gar nicht anders. Lass uns aufstehen. Team, ihr könnt kommen. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du sagst, Josh, für mich ist es richtig schwer, in Liebe zu wandeln. Alle diese Situationen, die du aufgezählt hast, treffen auf mich zu und ich schaffe das nicht. Und der Grund, warum du das nicht schaffst, ist der, über den wir gerade gesprochen haben. Niemand von uns kann so leben, wenn er nicht Gott in seinem Herzen hat. Es ist die Voraussetzung für ein Leben in Liebe. Es hat auch gar nichts zu tun mit diesen Beziehungsgefühlen oder zu sagen, ich liebe dich. Und es ist eine Qualitätsentscheidung, die wir treffen müssen. Aber weißt du, alles fängt damit an, dass du dich für ihn entscheidest. Wenn er die Quelle wird für dein Leben, wenn er die Quelle wird deiner Liebe, die Quelle deiner Hoffnung, die Quelle deines Glaubens, dann kannst du es auch immer von ihm ziehen, wenn du es brauchst. Es ist der einzige, wie es wirklich funktioniert. Du kannst Seminare machen und dich beraten lassen und in Therapie gehen. Aber wenn du in der göttlichen Liebe leben willst, dann brauchst du Gott. Ist ganz einfach. Nun weißt du, Gott hat alles dafür getan, dass du das empfangen kannst heute Morgen. Die Bibel sagt, Jesus ist gekommen für dich, er ist gestorben für dich am Kreuz, damit du frei sein kannst. Er hat dich zuerst geliebt. Alles, was du tun musst, ist, es anzunehmen. Es ist wie das Geschenk. Wenn ich es Gott hinhalte, er muss es nehmen, dann hat er es. Und das ist das, was du tun musst heute Morgen. Wenn du diese bedingungslose Liebe möchtest in dein Leben, wenn du der Erste sein möchtest in deinem Umfeld, der in Liebe wandelt, und du hast Gott noch nicht in deinem Leben, dann möchte ich dich einladen, gerade jetzt diese Qualitätsentscheidung zu treffen. Ich garantiere dir, du wirst es nie bereuen. Gott hat mich frei gemacht von Pornografie, einem selbstsüchtigen Leben. Ich war ein Lügner, ich habe nie die ganze Wahrheit erzählt, meinen Eltern sogar. Aber seit ich Jesus persönlich angenommen habe, obwohl ich christlich aufgewachsen bin, ist diese Liebe in meinem Herzen und es hat alles verändert. Es hat mich völlig neu gemacht. Und das ist das, was Gott tun kann. Er kann eine ganze Armee blind und widersehend machen. Und er kann dein Leben verändern. Wenn du das möchtest, heute Morgen, alle Augen geschlossen, Köpfe geneigt, dann will ich dich einladen, gerade jetzt, diese Entscheidung zu treffen von ganzem Herzen. Die Bibel sagt, wer mit dem Herzen glaubt und es mit dem Mund ausspricht, der ist gerettet. Der wird ein Kind Gottes. Und wenn du das tun möchtest heute Morgen, dann will ich dich einladen, gerade jetzt deine Hand zu heben zum Himmel, als Zeichen für diese Entscheidung. Gerade jetzt, wenn du das bist, du sagst, Gott, ich brauche deine Liebe. Gott, ich brauche dich. Ich will nicht länger allein kämpfen. Ich brauche neue Kraft. Ich brauche deine Hoffnung. Wenn du das bist heute Morgen, möchte ich einladen, mit uns zusammen zu beten, gerade jetzt. Auch zu Hause, online, wenn du dort bist. Betet das mit uns und wir beten als ganze Kirche. Sag, Jesus, heute Morgen nehme ich deine Liebe an. Danke, dass du für mich gestorben bist. Und dass du wieder auferstanden bist. Heute entscheide ich mich. Sei du der Herr meines Lebens. Füll mich mit deiner Liebe. Damit ich ein Segen werden kann für alle Menschen um mich herum. Jesus, ich weiß, ich bin jetzt dein Kind, ein Leben lang. Amen. Amen. Hey, können wir einen Applaus geben für alle, die diese erste Entscheidung getroffen haben? So großartig. Wenn du diese Entscheidung zu Hause getroffen hast, schreib uns unbedingt. Ansonsten werden wir nachher hier Leute haben zum Beten. Sag ihnen, welche Entscheidung du getroffen hast heute Morgen. Sie werden dir helfen, nächste Schritte zu gehen und mit dir zu beten. Für alle anderen, die diese Entscheidung schon vor einiger Zeit getroffen haben, und ich glaube, die meisten von uns, wir sind da unterwegs.
Ich weiß, wir sind alle im Prozess, wir sind alle am Wachsen. Es ist wunderschön, dass es nie aufhört. Aber es ist auch genauso schön, einfach weiter zu wachsen. Und vielleicht bist du hier heute Morgen mit so einer Herausforderung. Vielleicht mit einer ganz bestimmten Person, wo du gerne anfangen möchtest, Kohlen zu sammeln. Aber wo du vielleicht nicht immer weißt, wie. Und ich würde einfach ganz kurz für dich beten, dass Gott dir Weisheit gibt. Für diese Freundin, wo ich euch erzählt habe, der Heilige Geist hat ihr gezeigt, was es gebraucht hat. Es war dieses Geschenk, was sie gemacht hat. Gott wird dir zeigen, was es braucht für dich, um in deiner Familie, auf deiner Arbeit, wo immer du bist, den Unterschied zu machen mit der Liebe Gottes. Wenn du das bist, heb einfach deine Hand und sag, ich will anfangen damit. Ich will anfangen, mehr in Liebe zu wandeln. Ich will anfangen, den Unterschied zu machen. Wenn du das bist heute Morgen, dann werde ich für dich beten. Vater, du siehst jede Hand, du siehst jedes Herz, du kennst jede Situation. Herr, du weißt ganz genau, wo es ist. Danke, Herr, dass du immer für uns bist. Danke, Herr, dass du unsere Quelle bist. Vater, ich bete für meine wunderbaren Brüder und Schwestern heute Morgen, dass du sie füllst, komplett wieder auffüllst mit deiner Liebe, wo es anstrengend war, wo es exhausting war, Vater. Ich danke, Herr, dass du kommst und Heiliger Geist, dass du ihnen offenbarst, Herr, ganz klare nächste Schritte, die sie gehen können, um den Unterschied zu machen mit deiner Liebe in ihrem Umfeld, in ihrer Familie, bei ihnen auf Arbeit, mit ihrem Onkel, mit ihrer Tante, Vater. Herr, sollten irgendwo Dinge sein, die unvergeben sind über Jahre, Vater. Ich bete, dass heute der Tag ist, wo du Ketten brichst. Vater, wo du den Zyklus durchbrichst, Vater. Wo du uns zeigst, was wir tun können, was wir sagen können, Vater, um Liebe zu bringen in diese Situation. Herr, dass Herzen wieder heilen können, dass Wiederherstellung passieren kann. Gerade jetzt in Jesu Namen beten wir. Und wir danken dir, Herr, dass du für uns bist. Herr, wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Wer kann gegen uns sein? Danke, Herr, für ein Leben in Liebe, im Sieg, in Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja.